Hallo Microfreunde, herzlich willkommen zu einer Runde Try Jump. Wer das nicht kennt, das ist das perfekte Spiel für mich, ich der schlecht in Jump'n'Run ist. Man muss versuchen, beziehungsweise man muss ein Jump'n'Run bewältigen mit verschiedenen Parts. Immer am Ende des Parts ist ein Checkpoint und man hat immer 3 Versuche. Wenn man stirbt, seht ihr dann auch, wenn ich mal gestorben bin, ist dann da so ein rotes Kreuz. Wenn man stirbt, dann, ja, respawnt man immer wieder am letzten Checkpoint, bekommt aber halt so ein rotes Kreuz. Und je mehr rote Kreuze man hat, desto weniger Punkte gibt es dann am Ende des Jump'n'Runs. Ansonsten ist das Jump'n'Run zu Ende, wenn der Erste das Ziel erreicht hat. Ich bin tatsächlich jetzt sogar ganz gut dabei, sonst bin ich immer viel schlechter. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht daran, dass ich jetzt generell schon gerade vor dieser Aufnahme jede Menge Fehlaufnahmen hatte. Ich habe irgendwie Bad Voice gespielt. Da waren immer irgendwelche Rusher dabei. Das eine Mal bin ich eine 4er-Runde gegangen. 3 meiner Teammates sind praktisch instant gelieft. Und dann wurde ich von allen gefokust. Ah, warte, jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt könnt ihr sehen, ist da so ein schönes rotes Kreuz. Und das sagt mir, du hast verkackt und bekommst jetzt nicht volle Punktzahl. Wenn man 3-mal gestorben ist, dann bekommt man irgendeinen Part im Jump'n'Run leichter gemacht. Ich weiß nicht, ob ich diesen Sprung überhaupt schaffen kann, ob das richtig so ist. Irgendwie hänge ich hier gerade ein bisschen fest. Naja, egal. Am Ende des Jump'n'Runs gibt es dann ein Deathmatch. Und in diesem Deathmatch kann man sich dann von den Punkten, die man hat, im Jump'n'Run bekommen. Oh mein Gott, ich habe den Sprung geschafft. Sachen kaufen mit Schwerter und so weiter. Und dann wird halt der Gewinner des Jump'n'Runs ermittelt. Das war auf jeden Fall GG. Ich sitze übrigens gerade im Chat. Im Chat, Unit 4. Ich habe es geschafft. Also 300 Tokens. 300 von den Coins habe ich jetzt bekommen. Das heißt, davon kann ich mir jetzt im Jump'n'Run zum Beispiel schon mal ein Eisenschwert kaufen. Glaube ich. Gott, das war wieder Fail von mir. Ach ja, eine Sache, bevor ich es vergesse. Grüße gehen raus an Vortex YouTube. Den habe ich 2-mal vergessen zu grüßen, obwohl ich es ihm versprochen hatte. Und ja, wie gesagt, Grüße an dich, damit ich das jetzt, beziehungsweise damit wir jetzt soweit quitt sind, weil ich es dir ja versprochen hatte. Und da habe ich diesen Part jetzt auch geschafft, den fand ich irgendwie ziemlich schwierig, obwohl der total einfach war. Hä, wie soll man das denn machen? Wo soll man denn hier lang? Hä? Oh mein Gott, guck mal, wie weit der Erste schon ist. Dazu muss man wissen, dass das Jump'n'Run bei 100 vorbei ist. Ach so, hier musst du lang. Oh, dann lass mich bitte noch ein paar Tokens bekommen, damit ich im Jump'n'Run nicht zu schlecht abschneide. Ja gut. Das war wieder super schlecht von mir. Ach man. Wieso? Zack. Zack, 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 zack. Meine Güte, warum? So, jetzt will ich sehen, wo die Hilfe ist. Da ist eine Hilfe. Da ist eine Hilfe. Wow. Was? Punkt, Punkt, Punkt. Ach, ich kann das blöderweise auch gar nicht konzentrieren. Das eignet sich irgendwie jetzt doch nicht so gut zum Aufnehmen, wie ich dachte. Einerseits, weil ich da drin irgendwie gerade viel zu schlecht bin. Könnte auch daran liegen, dass ich irgendwie immer noch übelst wütend auf die letzten 2 Runden bin, die ich total gefailt habe. Oder die total gefailt wurden, sind halt so. Und andererseits kann man das auch richtig schlecht kommentieren, weil ich mich die ganze Zeit konzentrieren muss. Oh. Nicht? Okay. Difficulty hard. Das klingt doch so, als wäre das was für mich. Hui, riesige Sprünge. Ich liebe es.
Bitte warte noch einen Moment, bevor du den Instant-Tod ausführst. Instant-Tod? Das klingt interessant. Ah, das war eine gute Hilfe. Boah, 75, aber es scheint, als wäre das letzte richtig difficult. Richtig difficult. Ja, richtig difficult. Denn, ich meine, dieser eine Typ, der ist die ganze Zeit schon bei 91 Unit 8 England. Das ist witzig. Also steht da unten, mir gerade noch so aufgefallen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ständig davon abkomme, was ich eigentlich reden wollte. Naja, der eine Typ, der ist irgendwie die ganze, ah, verdammt, die ganze Zeit schon bei 91, kommt da nicht weiter. Hey, was habe ich jetzt gerade gemacht? Und es muss hier doch schaffbar sein. Hä? Ich sollte kein Jump'n'Run mehr spielen. Das ist keine gute Idee. Übrigens, IP von dem Server ist in der Videobeschreibung, wer hier auch mal drauf joinen will. Zack, jetzt muss ich hier hin. Denk mal jetzt hier an die Leiter. Wow, das war knapp. Nochmal überlegen. Ach so. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich will jetzt hier auf gar keinen Fall sterben. Dass es das erste Mal ist. Nein! Ach, Mann. Das allererste Mal, dass ich das geschafft hatte. Warum falle ich denn immer an der Leiter wieder runter? Es kommt doch sogar dieses Leitergeräusch. Oh Gott, das wird wieder ein Video. Ich muss es aber hochladen, weil ich heute vermutlich wegen diesen drei Runden nicht mehr in der Lage bin, irgendwas Normales aufzunehmen. Also drei Runden, die hier und die anderen zwei, die ich davor aufgenommen habe und gleich kategorisch ausgeschlossen habe, weil ich so mad bin, dass ich einfach jeden Instant beleidigen würde, der in irgendeiner Weise irgendwas macht, was mich stört. Eigentlich wollte ich heute eine richtige Aufnahmesession machen. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum falle ich immer an dieser Leiter runter? Warum? Kann mir das irgendjemand erklären? Das war richtig mies von mir. Ich cutte das jetzt raus. Ah, nice. Die Zeit ist vorbei. Richtig GG. Ich habe nämlich nur 1500 Tokens und wenn man jetzt guckt, wie viel das so kostet, dann ist das jetzt eigentlich gar nichts. Obwohl, ich habe eigentlich Eisenschwert, könnte ich mir gönnen. Und jetzt verzauber ich mir nur noch mein Eisenschwert. Kostet 400 Tokens. Als nächstes kostet es dann, glaube ich, 800 Tokens. Jetzt habe ich noch 230 Tokens. Was hat es eigentlich? Schärfe 1, Rückstoß 1. Kann ich das mal anders verzaubern? Ich denke schon. Ich weiß noch nicht. Naja. Egal. 230 Tokens habe ich noch. Ich würde sagen, ich kaufe mir ein extra Herz. Und essen. Dann bin ich richtig mies gerüstet für den Kampf. Also, whatever. Ach, ich warte einfach. Ach nee, warte mal. Slash skip. 5 von 6 machen Slash skip. Dann dauert es vielleicht doch nicht so lange. Ach Gott, bin ich schlecht gerüstet. Ich hätte mir eigentlich auch einen Bogen kaufen können. Ja, Bogen wäre eigentlich auch ganz nice. Ah, nice. Okay, es beginnt. Teams sind verboten. Gucken wir mal. Ich gönne mir gleich am Anfang den Typen. Combo. Ey, mein Kill. Ey, 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 lass das. Ich finde, man sollte so einen kleinen Regenerationsschub bekommen, wenn man jemanden getötet hat. Das fände ich fair, denn fightest du mit einem und kommt einer von hinten und staubt beide ab oder sowas. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch zwei Leben. Jetzt muss ich auch noch sagen, man hat immer zwei Leben. So, dann gönne ich mir den hier unten mit seinem Steinschwert. Das mit dem Rückschuss ist eigentlich ziemlich unideal.
Warte, was für Kombos? Ich habe nur noch ein Leben. Wie viel? Hat man irgendwo gesehen, wie viel Coins der noch hat? Wow. Ja gut. Ich gehe da mal ein bisschen regenerieren. Beste Taktik, einfach in der Ecke in PvP im Deathmatch sneaken. Definitiv beste Taktik. Aufpassen, dass mich niemand sieht und so. Ja, rennt weg, rennt weg, rennt weg. Ich habe nicht mehr viele Leben. Bitte kommt nicht zu sehr in meine Richtung. Ah, komm schon. Okay, gucken wir mal, dass wir von dem wegkommen und vielleicht in irgendeinen anderen Fight uns verwickeln können. Oh, das war, glaube ich, keine gute Idee. Das war es nicht. Hey, das ist irgendwie nicht so ganz legit, oder? Habt ihr gesehen, wie er mich gehittet hat? Tja, das war eine scheiß Runde. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.